Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei den ersten freien Parlamentswahlen in Albanien seit 46 Jahren haben die Kommunisten einen klaren Sieg errungen. Nach inoffiziellen Ergebnissen erreichte die Kommunistische Partei der Arbeit 2/3 der Mandate. Die Oppositionelle Demokratische Partei, die gestern noch von einem Wahlerfolg überzeugt war, kam danach auf 27% der Sitze. Vor allem die Landbevölkerung sprach sich für die Kommunisten aus, während die Opposition in den Städten erfolgreich war. In Tirana gelang es ihr, sogar führende KP-Funktionäre aus dem Parlament zu verdrängen, unter ihnen auch Staatschef Ramiz Alia. Die Wahlbeteiligung war mit 95% ungewöhnlich hoch. Sie werden von mir noch eine lange Liste über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl bekommen, kündigte Oppositionsführer Salih Berisha an, sichtlich enttäuscht und verbittert über die Niederlage. Doch er spielt ein gefährliches Spiel. Wir hatten zwischen zwei Übeln zu wählen, besser gar nicht anzutreten. Von seinen Anhängern ließ er sich trotzdem feiern. Sie werden bereit sein, auf die Straße zu gehen, um weiter Druck zu machen. Unterstützung von den ausländischen Wahlbeobachtern werden die Demokraten nicht bekommen. Alle Vorwürfe entpuppten sich als Gerüchte, die das politische Klima in Albanien vergiften. Alle außer einem der 29 Wahlkreise in Tirana ging an die Demokraten. Fast 2/3 der Bevölkerung wählte weiter die Kommunisten und ernähren die Städter. Die erste freie Wahl war für die Albaner gewiss ein Schritt hin zur Demokratie. Doch jetzt interessiert wieder mehr der leere Magen, der tägliche Kampf um die Lebensmittel. So werden die Kommunisten zwar die absolute Mehrheit im Parlament stellen, doch das Zentralkomitee in Tirana wird nicht mehr absolute Schaltzentrale Albaniens sein. Die einfachen Albaner werden schon bald nach den versprochenen Hilfslieferungen fragen. Die nächste Fluchtwelle ist programmiert, die Arbeitsmoral ist auf dem Nullpunkt. Es war eine reine Persönlichkeitswahl in den 250 Wahlkreisen im Lande. Und so ist Präsident Ramiz Alia persönlich auch der große Verlierer. Er hat sein Mandat nämlich verloren. Bislang hatte er es geschafft, den Ausgleich einigermaßen im Lande zu halten und größeres Blutvergießen zu verhindern. Ohne ihn jedoch könnte sich die Lage empfindlich verschärfen. Der Nationalitätenkonflikt in Jugoslawien ist abermals angefacht worden. Die serbische Minderheit in der Region Knin im Südwesten von Kroatien hat heute ihren Anschluss an Serbien erklärt. Sie bezeichnet die Region mit neuen Städten und Ortschaften als autonomes Gebiet. Gleichzeitig wurde die Mobilisierung einer Bürgerwehr und die Aufstellung von bewaffneten Freiwilligenverbänden angekündigt. Gestern hat es nördlich von Knin in einem Nationalpark Schießereien zwischen Serben und Kroaten gegeben, denen die jugoslawische Armee schließlich ein Ende setzte. Offenbar werden immer noch Einheiten der jugoslawischen Bundesarmee ins Unruhegebiet verlegt. Panzer sperren die Region ab. Weitere Zusammenstöße zwischen Serben und Kroaten blieben bisher aus. Die kroatische Regierung will ihre Polizeiverbände jedoch nicht aus dem rückeroberten Nationalpark Plitvice zurückziehen. Der Verteidigungsrat der Teilrepublik lehnte heute einen entsprechenden Befehl des jugoslawischen Staatspräsidiums ab. Kroatische Sondereinheiten kontrollieren weiter Zufahrten und Brücken im Nationalpark. Auch bewaffnete Serben sollen in diesem Gebiet Straßensperren aufrechterhalten. Vor dem Hintergrund der innenpolitischen Krise in der Sowjetunion hat sich nach den drei baltischen Republiken jetzt auch die Bevölkerung Georgiens für die Unabhängigkeit ausgesprochen. 99% sollen nach Angaben der ständigen Vertretung Georgiens in Moskau bei der gestrigen Volksabstimmung für die Loslösung gestimmt haben. Die sowjetische Nachrichtenagentur Interfax sprach von über 90%. Ich bin Russin, mein Mann Georgier, und ich bin für ein freies Georgien. Gebe Gott, dass es so komme. Eine Stimme stellvertretend für die absolute Mehrheit, denn eindeutiger hätte das Ergebnis nicht ausfallen können. Nach diesem Resultat werden wir eine der ersten Republiken sein, die Sowjetunion verlässt. So ist bereits aus dem georgischen Parlament zu hören. Neben den drei baltischen Republiken drängt es die Georgier am meisten aus der Sowjetunion. Sie haben das Blutbad von 1989 nie vergessen, als in der georgischen Hauptstadt Tiflis sowjetische Militäreinheiten 20 georgische Demonstranten töteten. Was die Georgier für sich selbst in Anspruch nehmen, gestehen sie den autonomen Gebieten innerhalb Georgiens nicht zu. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Südosseten etwa fordern seit Monaten immer wieder Tote und Verletzte. Und immer mehr Menschen fliehen aus diesem Gebiet.
Die Sowjetunion kommt nicht zur Ruhe. Die Georgier werden dieses Ergebnis benutzen, ihre Forderungen noch härter vorzubringen. Ab morgen werden in der gesamten Sowjetunion die Lebensmittelpreise um das 2- bis 3-fache erhöht. Hamsterkäufe haben dazu geführt, dass in Moskau seit Freitag schon kein Brot mehr zu bekommen ist. Der russische Kongress, von dem man eigentlich die Weichenstellung erwartet für eine tiefgreifende Wirtschaftsreform, streitet und diskutiert sich zu Tode. Morgen wollen Michail Gorbatschow und Ministerpräsident Pawlow mit einer Abordnung der seit Wochen streikenden Bergarbeiter reden. Man kann nur hoffen, dass sich wenigstens dort die Lage etwas entspannt. Die Probleme der Sowjetunion sind nach Ansicht des chinesischen Ministerpräsidenten Li Peng zwar besorgniserregend, könnten aber gelöst werden. Er betonte heute gegenüber dem sowjetischen Außenminister Besmertnich in Peking das Interesse Chinas an einer stabilen Lage in dem Nachbarland. Beide Seiten waren sich einig, dass die wirtschaftlichen Beziehungen ausgebaut werden sollten. Besmertnich will bei seinem Besuch in Peking vor allem das Treffen des chinesischen KP-Chefs Jiang Zemin mit Präsident Gorbatschow Mitte Mai in Moskau vorbereiten. Erstmals seit dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan vor 2 Jahren haben die Moslem-Rebellen einen bedeutenden Sieg erzielt. Sie eroberten nach 18-tägigen Kämpfen die im Osten des Landes liegende Garnisonsstadt Khost. Entsprechende Berichte der Rebellen wurden von westlichen Diplomaten in Pakistan bestätigt. Bei der Eroberung der Stadt sollen mehr als 2500 Regierungssoldaten gefangen genommen worden sein. Die afghanische Regierung warf Pakistan unterdessen vor, Soldaten zur Unterstützung der Rebellen entsandt zu haben, was Pakistan aber bestreitet. Knapp 5 Wochen nach dem Ende des Golfkrieges zeichnet sich immer deutlicher eine Niederlage der Aufständischen gegen das Regime von Saddam Hussein an allen Fronten ab. Nach Berichten westlicher Korrespondenten ist im Süden des Irak, vor allem um die Stadt Basra, der Widerstand schiitischer Rebellen weitgehend erlahmt. Tausende flüchteten in die von den alliierten Golftruppen besetzten Gebiete. Im Norden scheint der Vormarsch der Elitetruppen Saddams nicht mehr zu stoppen zu sein. Sie haben nicht nur die Ölstadt Kirkuk zurückerobert, sondern sollen auch die Stadt Sacho eingenommen haben, in der sich das Hauptquartier der aufständischen Kurden befand. Mit einem konzentrierten Bombardement, so berichteten heute kurdische Rebellen, wurden auch die nordirakischen Städte Dachuk und Erbil von den Regierungstruppen zurückerobert. Dabei sollen Napalm- und Phosphorbomben abgeworfen worden sein. In den Städten gäbe es jetzt nur noch vereinzelt Widerstand, so die kurdischen Rebellen. Nach Angaben eines BBC-Korrespondenten in Erbil flüchten nun Hunderttausende Kurden vor der irakischen Großoffensive in die Berge. In der iranischen Hauptstadt Teheran demonstrierten heute etwa 10.000 Menschen für ihre Solidarität mit dem irakischen Volk. Anlass war der 12. Jahrestag der Islamischen Revolution im Iran. Die Kundgebungsteilnehmer wurden aufgerufen, für die, wie es hieß, unschuldigen Opfer Saddam Husseins zu spenden. Unterstützt werden sollen auch die Schiiten in den heiligen Städten Najaf und Kerbela, wo es in den letzten Wochen immer wieder zu Gefechten zwischen schiitischen Rebellen und irakischen Soldaten gekommen war. Ein iranischer Abgeordneter bezeichnete den irakischen Präsidenten als grausamen Henker. Iran und Saudi-Arabien haben nach Jahren politischer Feindschaft und religiöser Rivalität ihre Beziehungen wieder normalisiert. In Riad wurde heute die iranische Botschaft wieder eröffnet. Die beiden Staaten hatten sich in der vergangenen Woche über diesen Schritt verständigt. Die diplomatischen Beziehungen waren 1987 abgebrochen worden. Damals hat es blutige Zusammenstöße zwischen saudischen Sicherheitskräften und iranischen Pilgern gegeben, die die heiligen Stätten der Moslems in Saudi-Arabien besuchen wollten. Die traditionellen Ostermärsche gingen heute mit Abschlusskundgebungen in ganz Deutschland zu Ende. In Berlin trafen sich etwa 10.000 Menschen unter dem Motto »Jeder Krieg ist ein Verbrechen« im Lustgarten. Zentrale Themen waren hier der Golfkrieg, die Waffenexporte und der mögliche internationale Einsatz von Bundeswehrsoldaten. Generalsuperintendent Krusche: Ein sehr deutliches Zeichen ist die Kriegsdienstverweigerung. Wenn keiner mehr mitgeht, dann muss der Krieg abgesagt werden. Auf dem Frankfurter Römerberg fanden sich an die 9000 Ostermarschierer zusammen. Hauptforderung hier: keine Beteiligung Deutschlands an Kriegen. Der Fernsehjournalist Franz Alt rief zur Hilfe für die Opfer des Golfkrieges auf. An den Ostermärschen haben in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter insgesamt etwa 80.000 Menschen teilgenommen. Mindestens 10.000 weniger als im vergangenen Jahr. Der Anteil der Ostdeutschen sei sehr gering gewesen.
Seit heute gelten in der Bundesrepublik neue Exportbestimmungen. Bonn reagierte damit auf die Waffengeschäfte, die im Zusammenhang mit dem Golfkrieg bekannt wurden. Verschärfte Zollkontrollen an den Grenzen sollen die illegale Ausfuhr möglicher Rüstungsgüter verhindern. Solche Exportgüter wird sich der Zoll künftig genauer anschauen, auch wenn die Ausfuhrpapiere in Ordnung sind, wie bei diesen Geländefahrzeugen für das saudische Verteidigungsministerium. Das Besondere, eine eingebaute Zielvorrichtung. Wenn künftig nur der geringste Verdacht besteht, dass auch anscheinend harmlose Güter militärisch missbraucht werden können, werden sie bis zur endgültigen Klärung des Verwendungszwecks festgehalten. Helfen bei der Aufklärung soll COBRA, kurz Kontrolle bei der Ausfuhr, ein elektronisches Warnsystem. Der Computer ist gefüttert mit allem, was der Zoll über mehrfach verwertbare Produkte, Ausfuhrschleichwege und über kriminelle Praktiken weiß, also mit allen bisherigen Exporterfahrungen. Eine weitere Lücke wird geschlossen mit der genauen Überprüfung auch harmloser Güter für die sogenannten kritischen Länder. 54 an der Zahl, fast die halbe Welt. Zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn. Nur wenn eindeutig plausibel nachgewiesen wird, dass der Verwendungszweck zivil ist, kann eine Genehmigung von uns erteilt werden. Exporteure befürchten nicht nur Verzögerungen bei Ausfuhranträgen, auch einen Güterstau beim Zoll, wenn künftig mehr Kisten geöffnet werden. Außerdem seien die schärferen Kontrollen des deutschen Zolls nicht gerechtfertigt, solange sie ein nationaler Alleingang bleiben und die anderen EG-Länder nicht mitziehen. Angesichts der drohenden Massenarbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern sieht der Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse Fink den nationalen Notstand für gegeben. Fink, der auch stellvertretender DGB-Vorsitzender ist, verwies gegenüber dem Hamburger Magazin Stern darauf, dass in Ostdeutschland Arbeitslosenzahlen von 3 bis 5 Millionen für möglich gehalten würden. Dies seien doppelt so viel wie während der Weltwirtschaftskrise. Mehr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABM, für Frauen in Ostdeutschland hat Bundesfrauenministerin Merkel gefordert. Geld dafür sei genug vorhanden. So erhalte die Bundesanstalt für Arbeit seit heute im Rahmen des Gemeinschaftswerkes Aufschwung Ost für solche Vorhaben zusätzliche Mittel in Höhe von 2,3 Milliarden Mark. Die Ministerin betonte, mit 39,3% entspreche der Anteil der Frauen an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei weitem noch nicht ihrem Anteil an den Arbeitslosen mit 54,7%. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat Bundeswirtschaftsminister Möllemann aufgefordert, endlich konkrete Vorschläge zum Abbau von Subventionen auf den Tisch zu legen. Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Wissmann erklärte, die Union unterstütze Möllemanns Pläne für einen Subventionsabbau von 10 Milliarden Mark pro Jahr. Besonders werde man darauf achten, welche Kürzungen der Minister bei der Steinkohle durchsetze, die mit rund 3,5 Milliarden Mark den größten Posten ausmache. Die Osterrückreisewelle rollt. Auf allen Hauptrouten mussten Autofahrer heute immer wieder mit Staus rechnen. Zu Engpässen kam es vor allem auf der Autobahn 1 von Köln in Richtung Norden, wie hier bei Dortmund. Auf der Autobahn 7 Hannover-Kassel ging auf einer Länge von 40 Kilometern zeitweise nichts mehr. Am längsten war jedoch der Stau auf der ehemaligen Transitstrecke Berlin-Helmstedt mit 128 Kilometern. Stop and Go wurde auch von den bayerischen Autobahnen gemeldet. Betroffen war hier besonders die Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg und die Autobahn 8 Salzburg-München. Durch ein klares 5:0 gegen Argentinien hat die deutsche Tennis-Davis-Cup-Mannschaft das Halbfinale erreicht. Am letzten Tag bezwang Boris Becker Martin Chaite in 2 Sätzen und Michael Stich gewann gegen Javier Frana in 3 Sätzen. Gegner im Halbfinale ist der Sieger aus der Begegnung USA gegen Spanien. Steffi Graf gewann nach 4,5 Monaten wieder ein Endspiel. Im Finale des Grand Prix-Turniers von San Antonio in Texas besiegte sie die Nummer 1 im Damentennis, Monika Seles. Im ersten Satz führte die Jugoslawin zunächst mit 4:1. Steffi Graf konnte dann jedoch das Spiel an sich reißen und mit 6:4 davonziehen. Im zweiten Satz profitierte sie von der nachlassenden Kondition ihrer Gegnerin und siegte mit 6:3. Es ist der 3. Erfolg in San Antonio für Steffi Graf nach 1988 und 89. Gegen Monika Seles hatte sie seit 1,5 Jahren nicht mehr gewonnen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. April. Der Satellitenfilm zeigt über Süddeutschland und Frankreich nur geringe Bewölkung.
Über Norddeutschland und Nordeuropa zieht starke Bewölkung ostwärts. Ursache für die starke Bewölkung sind Tiefausläufer, in deren Bereich auch morgen noch frische Meeresluft in den Norden Deutschlands herangeführt wird. Im Süden sind unter schwachem Hochdruckeinfluss milde Luftmassen wetterwirksam. Die Vorhersage für morgen. Etwa nördlich der Mittelgebirge meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Nach Süden hin geringer bewölkt, zum Teil auch sonnig. Tiefsttemperaturen im Norden 5 bis 9, im Süden 1 bis 5 Grad, örtlich leichter Frost bis minus 2 Grad. Tageshöchstwerte im Norden um 12, im Süden um 16 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden auch frischer, in Böen zum Teil stürmischer Wind aus Süd bis Südwest. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch im Süden und Osten sonnig und zum Teil warm, im Westen und Norden stark bewölkt und Regen. Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.15 Uhr.